Herzlich willkommen bei Smart Bartending, dein Kanal für Cocktailsrezepte und mehr. Ich bin Kevin, wir sind gerade mitten in der Weihnachtszeit und wir dachten uns, was passt perfekt in diese Zeit? Süße Dessert-Cocktails. Also haben wir uns ein paar Sachen überlegt. Wir haben, ich glaube, viele Geschmäcker heute getroffen. Wir haben etwas mit Sahne für euch vorbereitet. Wir haben was Fruchtiges mit Butterscotch und Zitrone, was sehr, sehr cool geworden ist. Wir haben etwas, was nach Plätzchen schmeckt. Und wir haben einen mit weißer Schokolade. Wie diese ganzen Cocktails funktionieren und wie man diese macht, das seht ihr jetzt im Video. Freunde, unser allererster Dessert-Cocktail heute ist der Golden Cadillac. Den macht man in einem Martini-Glas, das stelle ich wie gewohnt kalt und erstmal zur Seite. Dann benötigen wir heute einen Shaker. Den Shaker geben wir dann 40 ml eures Lieblings-Wodkas hinzu. Anschließend benötigen wir dann noch 40 ml Sahne, damit wir einen schönen cremigen Drink haben. Und jetzt kommt nochmal die Geheimzutat, der Galliano. Davon brauchen wir 40 ml. Bei Galliano handelt es sich um einen Vanillelikör. Wenn ihr den bestellen wollt, dazu haben wir einen kleinen Link unten in der Beschreibung. Dann geben wir Eis hinzu und alles einmal ordentlich durchshaken. So werden die Zutaten schön miteinander vermischt und wir haben gleich einen sehr geilen Cocktail, den man perfekt in der Weihnachtszeit konsumieren kann. Jetzt benötigen wir das Martini-Glas wieder, das Eis entsorge ich und jetzt seilen wir den Drink in das vorgekühlte Martini-Glas ab. Das Ganze wird jetzt nochmal mit Muskat garniert und fertig ist unser schöner Dessert-Cocktail, der Golden Cadillac. Unser zweiter Cocktail des Tages ist der White Chocolate Martini. Für diesen benötigen wir ein Martini-Glas, das stellen wir kalt wie gewohnt uns zur Seite und dann brauchen wir einen Shaker. In den Shaker geben wir dann 20 ml Vanillesirup hinzu, dann brauchen wir 60 ml eures Lieblings-Wodkas, ich mache es immer mit Kettle One, wärmstens empfehlen kann ich auch den Absolut-Wodka. Dann geben wir weißen Schokoladenlikör hinzu, von dem 30 ml, in dem Fall benutze ich den von Mozart, gibt es eigentlich in jedem Edeka um. Ehrlich zu sein, glaube ich, habe ich auch zumindest letztens dort gesehen. Dann 15 ml Frangelico, das ist ein Haselnusslikör. Und jetzt geben wir nochmal 15 ml Amaretto hinzu. Das Ganze wird dann mit Eis aufgefüllt und dann shaken wir alles ordentlich durch. An der Stelle würde ich mich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst. Das unterstützt uns wirklich jedes Mal aufs Neue und es ist schön zu sehen, wenn die Community immer wächst. Dann nehmen wir ein Martini-Glas wieder, das Eis entsorge ich und darin seilen wir jetzt den White Chocolate Martini drin ab. Das Ganze wird jetzt nochmal garniert mit Schokolade. Gern könnt ihr auch ein paar Schokoladenstreusel nehmen. Und fertig ist unser zweiter Drink des Tages, der White Chocolate Martini. Unser dritter Cocktail für heute ist der Plätzchen Martini. Und eins kann ich euch schon mal versprechen, er wird ein richtiger Hingucker sein. Wir brauchen schon wieder ein Martini-Glas. Den Rand schmiere ich mit einer Limette ein, damit es schön nass wird und wir jetzt die Streusel da drauf packen können. Ihr merkt schon, dass es was sehr, sehr Außergewöhnliches ist. Es sieht auch unglaublich cool aus. Ich habe ja auch eine kleine Nahaufnahme davon. Sieht schon, ist auf jeden Fall mal was anderes. Als nächstes benötigen wir dann Eis, um das Martini-Glas vorzukühlen. Das stelle ich dann wie gewohnt erstmal zur Seite. Und jetzt brauche ich wieder einen Shaker. In den Shaker geben wir jetzt 45 ml Wodka hinzu. Anschließend brauchen wir Baileys. Von Baileys brauchen wir auch 45 ml. Die geben wir mit in den Shaker. Und jetzt nochmal ein Amaretto. Von dem brauchen wir diesmal nur 30 ml. Da es sonst vielleicht ein bisschen zu Amaretto-lastig wird und nicht mehr so krass nach Plätzchen schmeckt, dann kommt Eis in den Shaker und wir shaken alles gut durch. Wie immer. Also ich muss auch zugeben, heute wird jeder Drink geshaked und jeder Drink ist ein bisschen aufwendiger. Dann brauche ich das Martini-Glas wieder, das Eis habe ich wieder entsorgt und darin seilen wir so ein Plätzchen-Martini drin ab. Und fertig ist Cocktail Nummer 3. Kommen wir zum vierten und letzten Cocktail des Tages, dem Bonbon und auch meinem persönlichen Favoriten heute. Für diesen brauchen wir eine Kupette, die wird kaltgestellt und zur Seite. Dann nehmen wir einen Shaker, in den Shaker kommen jetzt 20 ml Zitronensaft hinzu, dann 10 ml Butterscotch. Als nächstes brauchen wir da noch einen Vanillesirup, von dem geben wir auch wieder 10 ml hinzu. By the way, unten in der Beschreibung findet ihr auch die ganzen Rezepte und Links zu den Produkten, checkt das gerne mal ab. Jetzt kommen 45 ml Wodka noch ins Spiel und dann brauchen wir noch ein Limoncello. Von den Limoncello geben wir jetzt 20 ml nochmal hinzu, Eis und wie gewohnt alles gut durchshaken. Vertraut mir, wenn man den ganzen Tag nur am Shaken ist an so einem Abend, tun einem schon echt die Arme am Ende weh, aber es gehört dazu. Dann brauchen wir die Kupette wieder, darin seilen wir den Bonbon drin ab. Das Ganze garniere ich jetzt nochmal mit einer Zitronenzeste, die ich noch ein bisschen flammiere. Sieht einfach cool aus. Und fertig ist Cocktail Number 4, der Bonbon. Okay, Freunde, ihr habt gesehen, wir haben jetzt vier sehr unterschiedliche Cocktails gemacht. Wir werden das alles mal zusammen verkosten. Starten tun wir mit denen hier vorne. Das ist der Golden Cadillac. Was ist da drin? Wir haben Galliano, Wodka und Sahne. Auch, by the way, der einzige Sahne-Cocktail heute. Boah, der ist cool. Der ist wirklich, der gefällt mir sehr.
gut, vor allem mit Galliano macht das alles, dieses Vanillige mit der Sahne. Ich kann mir gut vorstellen, dass Leute, die den White Russian gerne trinken, auch diesen mögen werden. Dann nehmen wir mal den hier vorne, das ist der Plätzchen Martini. Der fällt schon besonders auf durch diese ganzen Streusel an der Seite. Ne, probier ich nochmal. Der ist schon sehr, sehr stark, muss ich zugeben. Ich glaube, ich würde da ein bisschen mehr Baileys reinmachen oder Amaretto, weil der Wodka sehr, sehr stark hervorkommt und den Drink wirklich stark macht. Aber im Großen und Ganzen wirklich sehr lecker. Für Leute, die gerne Baileys trinken, definitiv etwas für euch. Dann der hier vorne, das ist der White Chocolate Martini. Da sind etliche Zutaten, ich kann das Ganze gar nicht mehr aufzählen. Ich glaube, das sind 6 Stück oder sowas. Von den 3 definitiv mein Favorit. Diese weiße Schokolade, der Amaretto, gefällt mir unglaublich gut. Es war viel Arbeit, aber lohnt sich definitiv mal nachzumachen. Und der letzte, das ist der Bonbon. Den habe ich auch letztens erst entdeckt, den Cocktail. Oh, das ist... Also wenn ich das nach einer Reihenfolge machen müsste, wäre das mein Favorit. Dann kommt der und die beiden teilen sich Platz 3 auf jeden Fall. Aber der, Butterscotch, Zitrone, Limoncello, harmoniert unglaublich gut zusammen. Ist auch definitiv mal etwas anderes, gefällt mir unglaublich gut. Den werde ich auch gleich auf jeden Fall austrinken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video, habt ein paar Einblicke bekommen, was man noch alles für Cocktails machen kann. Ist ja auch definitiv was anderes. Schreibt auch unten mal in die Kommentare, welcher euer Favorit ist. Und vergesst uns nicht zu abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.